Ihr habt mal wieder Bock auf einen richtig schönen Spieleabend und wollt euch ein neues Brettspiel kaufen? Dann habe ich jetzt ein paar Tipps für euch, wie ihr das perfekte Brettspiel für euch, eure Freunde und eure Familie findet, mit dem ihr auch wirklich Spaß habt. Jedes Jahr erscheinen tausende neue Spiele. Die Auswahl ist mittlerweile richtig groß. Und da kann schon mal passieren, wenn man irgendwie Lust hat, sich ein neues Spiel zu kaufen, dass man im Laden steht. Überall um einen rum sind tolle, glitzernde Schachteln und man weiß gar nicht, wo man zuerst zuschlagen soll. Welches ist das richtige Spiel für mich? Dann nimmt man die Box in die Hand und liest sich den Text durch, guckt sich die Angaben an. Viele Sachen stehen ja auf der Schachtel schon drauf, also die Spieleranzahl oder die Dauer des Spiels oder der Komplexitätsgrad. Ist es ein Familienspiel oder eher ein Expertenspiel? Ja, und dann versucht man da eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, die Angaben, die da auf der Schachtel stehen, die sind manchmal auch mit Vorsicht zu genießen. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns die als erstes mal an. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, mit wem spielt man diese Spiele eigentlich? Also vor allem mit wie vielen Leuten? Spielst du eher mit deinem Partner? Spielt ihr oft zu zweit? Oder habt ihr oft Freunde da? Oder habt eine Familie und spielt häufiger zu viert? Oder ladet ihr irgendwie regelmäßig Freunde ein und braucht eher ein Spiel für große Gruppen? Da guckt man natürlich dann als allererstes mal auf die empfohlene Spieleranzahl auf der Schachtel. Und da stand früher immer 2 bis 4 Spieler drauf meistens. Heutzutage steht da eher 1 bis 5 Spieler. Also 1 bis 5 ist das neue 2 bis 4. Ob das Spiel aber wirklich auch für all diese Spieleranzahlen geeignet ist, ist eine andere Frage. Also man kann sich schon darauf verlassen, wenn da steht 1 bis 5 Spieler, dann ist da auch genug Material drin und auch die Regeln sehen das vor, dass man das mit 1 bis 5 Spielern auch spielen kann. Aber oft ist das Spiel nicht in allen Spielerzahlen wirklich gut. Und das sollte man irgendwie im Hinterkopf behalten. Da kann man wirklich auch sehr ins Fettnäpfchen treten. Also gerade bei so komplexen Spielen ist es oft so, dass die mit zunehmender Spielerzahl einfach nur länger werden. Das heißt, die Downtime, also die Zeit, die man wieder wartet, bis man selber wieder dran wird, wird einfach nur länger. Und dann dauert so ein Spieleabend halt nicht 2 Stunden, sondern irgendwie 3 Stunden. Da würde ich sagen, ist eher auch nicht so für eine große Spieleranzahl geeignet. Und dann gibt es auch wieder Spiele, die sind eher für größere Gruppen eigentlich angelegt und auf der Schachtel steht 4 bis 8 Spieler. Richtig gut ist es aber eigentlich nur mit 7 oder 8 Spielern und zu viert verliert das Ganze schon so ein bisschen an Reiz. Das schreiben sie aber natürlich nicht auf die Schachtel drauf, weil der Spielraum soll natürlich irgendwie vom Verlagsseite aus möglichst groß sein, weil je größer die Spielerzahl da drauf ist, desto wahrscheinlicher ist, dass das Spiel gekauft wird von unterschiedlichen Leuten. Und deswegen sollte man sich immer genau überlegen, ist das Spiel denn auch für meine präferierte Spielerzahl auch geeignet. Besonders vorsichtig wäre ich bei 2-Personen-Varianten. Also es gibt viele Spiele, die sind eigentlich darauf ausgelegt, dass sie eher mit 3 oder 4 Spielern gut funktionieren. Und damit man sie zu zweit spielen kann, ist irgendeine Variante noch mit dabei. Das heißt, so ein Dummy-Player, das heißt, man spielt das Spiel eigentlich quasi formal zu dritt, aber es sind halt nur 2 menschliche Spieler und einen Spieler muss man sozusagen selber noch verwalten für das Spiel. Das ist einfach nur ein extra administrativer Aufwand, der aber keinen Benefit bietet. Da macht das Spiel natürlich mit 2 Spielern nicht so viel Spaß. Es gibt auch andere 2-Spieler-Varianten, die teilweise ganz anders sind als die eigentlichen Grundregeln. Also das ist dann fast ein anderes Spiel und das steht auch nicht unbedingt auf der Schachtel mit drauf. Und auch vorsichtig wäre ich bei Solo-Varianten. Es ist mittlerweile irgendwie auch durch die Pandemie irgendwie gar nicht immer so unüblich, dass Leute auch gerne zu Hause alleine Brettspiele spielen und deswegen werden viele Spiele mittlerweile auch mit einem Solo-Modus ausgestattet. Aber ob der richtig gut ist, ob der Sinn macht, ob der Spaß macht, das steht meistens auf der Schachtel nicht drauf und da sollte man sich tatsächlich irgendwie auch vorher ein Bild machen. Also ich würde tatsächlich auch dann die Verkäufer irgendwie danach fragen, ob sie das Spiel vielleicht schon mal gespielt haben, ob sie das auch wirklich empfehlen kann für die Spieleanzahl, die ihr halt präferiert. Und wenn nicht, kann ich euch auch 2 weitere Tipps geben. Zum Beispiel könnt ihr auf der Webseite boardgamegeek.com, das ist die größte Spieledatenbank, nach dem Spiel suchen. Da gibt es sehr, sehr viele Angaben zu dem Spiel, unter anderem auch diese wichtigen Kenndaten. Und das Schöne ist, dass da jeder User selber auch seine eigene Empfehlung mit reinschreiben kann. Und da findet man bei der Spieleanzahl auch immer so ein kleines Feld, wo drauf steht, was denn die Nutzer des Spiels, die das Spiel schon gespielt haben, denn empfehlen würden. Und oft steht da auch da, was sozusagen die beste Spieleranzahl ist. Und dann kann man sich ein bisschen mehr ein Bild davon machen, ob das wirklich für einen geeignet ist. Ansonsten würde ich immer empfehlen, informiert euch anderweitig über die Spiele, guckt euch zum Beispiel Videos an, wie bei uns hier auf dem Kanal. Da sprechen wir auch darüber, für wen oder für welche Spieleanzahl das gut geeignet ist. Also da sollte man sich im Vorfeld tatsächlich informieren, gerade wenn es um eher eine niedrige oder eine sehr hohe Spieleanzahl angeht, die man bevorzugt, weil da kann man wirklich sehr schnell auf die Nase fallen.
Eine weitere Angabe, die man häufig auf der Spielschachtel findet, ist die Dauer. Da steht dann zum Beispiel sowas drauf wie 60 Minuten oder vielleicht wird auch ein Bereich angegeben, 60 bis 120 Minuten. Und dem kann man auch nicht unbedingt immer trauen. Also wenn da ein Bereich steht, fände ich das Ganze schon glaubwürdiger, weil es häufig auch von der Spieleranzahl abhängig ist. Also je mehr Leute mitspielen, desto länger dauert das Ganze. Manche schreiben auch tatsächlich drauf, dauert so und so lang pro Spieler, zum Beispiel 30 Minuten pro Spieler. Und dann weiß ich, das muss ich halt hochrechnen, wenn wir mehr Leute am Tisch sind. Aber man kann generell sagen, meistens ist die Angabe auf der Schachtel kürzer, als was das Spiel wirklich in Realität dauert. Und es hat auch den einfachen Grund, dass natürlich die Verlage eher eine kürzere Spielzeit draufschreiben, weil eine längere Spielzeit die Leute eher abschreckt. Also Leute kaufen eher ein Spiel, was nur 2 Stunden dauert, als eins, das 4 Stunden dauert. Und deswegen kann man auch bei manchen Spielen, die eigentlich in Realität 4 Stunden dauern, oft die Angabe 90 bis 120 Minuten finden. Und wenn man das Spiel dann gekauft hat und auf dem Spieltisch liegen hat und dann um Mitternacht feststellt, Mist, das sind schon 4 Stunden und wir sind immer noch nicht durch, dann hat man das Spiel ja schon gekauft. Also ich wäre bei der Angabe auch echt immer vorsichtig, würde immer davon ausgehen, dass das Spiel eigentlich länger dauert, als das, was draufsteht. Wie gesagt, wenn so ein Bereich oder pro Spieler angegeben ist, dann ist es immer noch glaubwürdiger. Und auch hier würde ich wieder bei BoardGameGeek eher gucken oder vielleicht mal in irgendwelche Reviews oder Videos reingucken. Da wird oft darauf auch Bezug genommen. Da kann man sich meistens ein bisschen besseres Bild davon machen, wie lange so ein Spiel wirklich dauert. Die nächste Angabe, die wir auf der Schachtel finden, ist die Altersangabe. Früher stand da oft 3 bis 99 Jahre und ich glaube, es vergeht kein Jahr, in dem ich nicht irgendwann mal das Meme zugeschickt bekomme, wo irgendeine alte Dame oder ein alter Herr drauf ist mit einem Geburtstagskuchen, die gerade die Kerzen auspustet, wo unten drunter steht, ha Mist, 100 Jahre alt geworden, das kann ich kein Mensch ärgere dich nicht mehr spielen, weil es ja nur bis 99 Jahre. Deswegen ist bei modernen Brettspielen eigentlich meistens nur die untere Altersangabe drauf, also ab 8 Jahren oder ab 10 Jahren. Die Frage ist aber trotzdem, was bedeutet das denn eigentlich? Also was kann ich mit dieser Altersangabe anfangen? Und das kann halt ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann deswegen ab einem gewissen Alter empfohlen sein, weil zum Beispiel die Themen, die in dem Spiel behandelt werden, einfach für Kinder noch nicht geeignet sind, weil es vielleicht irgendwie um Substanzmittelgebrauch geht oder weil es ein Krimi ist, wo irgendjemand stirbt oder irgendwelche anderen sensiblen Themen drin vorkommen. Meistens hat es aber eher was mit der Komplexität zu tun. Also je höher die Altersangabe ist, desto komplexer ist das Spiel. Deswegen kann man so ungefähr sagen, wenn da steht ab 8 Jahre oder ab 10 Jahre, ist es meistens so ein Familienspiel. Ab 12 Jahre ist es schon ein bisschen komplexer, ist eher ein Kennerspiel. Und wenn der ab 14 steht, dann ist es meistens eher so ein knackiges Expertenspiel, also so ein heftiges Strategiespiel, wo man schon viel grübeln muss. Die Sache ist nur die, das hat meistens ja gar nicht wirklich was mit dem Alter zu tun. Also ich kenne 8-Jährige, die schon Expertenspiele spielen und ich kenne 35-Jährige, die mit den einfachsten Familienspielen schon total überfordert sind, weil es hat ja gar nicht was mit dem Alter und es hat auch nichts mit der Intelligenz eines Kindes zu tun, ob man das Spiel schon versteht, sondern es hat vor allem was mit der Spielerfahrung zu tun. Also wie viele Brettspiele hat man schon gespielt? Kann man mit diesen Grundkonzepten was anfangen? Hat man da schon Erfahrungswerte, auf die man aufbauen kann? Und davon hängt es eigentlich eher ab. Deswegen ist die Altersangabe, finde ich, irgendwie so eine Sache, der würde ich auf der Schachtel gar nicht trauen. Da würde ich tatsächlich, wenn ich die Spiele mit meinen eigenen Kindern spielen wollen würde, mich wirklich einfach selber informieren, was ist das für ein Spiel, um was geht es da, was sind da für Themen drin, wie komplex ist das und kann ich das meinen Kindern zutrauen oder auch meinen Freunden zutrauen, ja, ganz unabhängig davon, wie alt die sind. Also das finde ich ein viel wichtigeres Kriterium als das, was auf der Schachtel draufsteht. Jetzt haben wir gerade über die Komplexität von Brettspielen gesprochen, die oft ja auch in diesen Altersangaben verschlüsselt ist. Aber manche schreiben tatsächlich die Komplexität auch auf die Schachtel mit drauf. Also man kann sich zum Beispiel daran orientieren, ist es als Familienspiel, als Kennerspiel oder als Expertenspiel gelabelt. Das sind sozusagen so aufsteigende Komplexitätsstufen. Manche haben auch irgendwelche Skalen drauf. Ja, Komplexität 8 von 10. Da wäre ich aber auch immer ein bisschen vorsichtig, weil das ist natürlich auch einfach eine Verlagsangabe. Wie komplex ein Spiel wirklich ist, kann man teilweise am Umfang, am Regelheft und so weiter auch ein bisschen festmachen. Und da würde ich auch bei BoardGameGeek zum Beispiel gucken, da gibt es auch quasi von den Usern generiert eine Komplexitätsrating. Das ist deutlich aussagekräftiger, wie komplex das Spiel wirklich ist. Und auch da kann ich nur empfehlen, schaut euch das Spiel vorher einfach mal genauer an. Ja? Schaut euch eine Review dazu an, ein Video dazu an oder spielt das Spiel mal irgendwo mit. Dann kann man irgendwie viel besser einschätzen, ob das vom Komplexitätsgrad auch genau das Richtige ist. Und dann findet man natürlich noch jede Menge andere Informationen auf der Schachtel, die teilweise irgendwie auch so als objektive Informationen verkauft werden, obwohl sie das gar nicht sind, sondern einfach nur Marketing. Also ganz häufig findet man irgendwie so verschiedene Punkteskalen. Zum Beispiel Glück 3 von 5 Punkten, Strategie 5 von 5 Punkten. Und es impliziert dann, es ist eher ein strategisches Spiel und kein glückslastiges Spiel. Aber unten drunter steht dann sowas wie Naturfreunde 4 von 5 Punkten oder
Spielehasen, 3 von 5 Punkten. Und man fragt sich so, was soll das eigentlich genau bedeuten? Und dann guckt man sich andere Spiele vom gleichen Verlag an und sieht, da sind ja ganz andere Kategorien drauf. Weil eigentlich geht es nur darum, dass man mit diesen Kategorien so ein bisschen rüberbringt, was das für eine Art von Spiel ist und wem das gefallen könnte. Und das wird quasi so als objektive Skala dargestellt, die es natürlich irgendwie gar nicht ist. Und dann findet man noch viele andere Sachen, die auch eher so Marketing sind. Also wenn ich so Sätze lese wie das Spiel für die ganze Familie, dann weiß ich jetzt schon, bevor ich das Spiel gespielt habe, das ist sicherlich nicht das Spiel für die ganze Familie, weil es kann ja nicht irgendwie für jeden irgendwie interessant sein. Also da bin ich dann schon eher ein bisschen zurückhaltend, wenn ich das Gefühl habe, die müssen mir auf der Schachtel draufschreiben, dass es ein gutes Spiel ist. Die richtig guten Spiele haben das eigentlich nicht unbedingt nötig. Dann findet man oft auch Logos von irgendwelchen Preisen oder Awards drauf. Spiel des Jahres zum Beispiel oder Deutscher Spielepreis oder viele andere internationale Preise wie der Astor zum Beispiel. Und dann denkt man sich so, ja super, das muss ja ein gutes Spiel sein, spielt ja Spiel des Jahres drauf. Wenn man aber nicht weiß, wofür diese Awards denn vergeben werden und was das genau bedeutet, kann man da auch auf die Nase fallen. Also gerade das aktuelle Spiel Dorfromantik ist ein kooperatives Plättchenlegespiel, hat ganz, ganz viele Fans, ist sehr, sehr beliebt. Aber ich kenne auch Leute, die das gekauft haben und gesagt haben, ich habe mir da was ganz anderes drunter vorgestellt. Das ist ja irgendwie ein ganz komisches Spiel. Also nur weil es einen Preis gewonnen hat, heißt es noch lange nicht, dass es auch euren Spielegeschmack trifft. Das trifft auch zu, wenn da zum Beispiel Zitate sind von irgendwelchen Spielekritikern. Da steht dann zum Beispiel drauf, das beste Spiel des Jahres, Tom Wessel vom Dice Tower. Oder was für ein immersives Spielgefühl, Thomas von Better Board Games. Das haben die Leute dann sicherlich auch so gesagt und das empfinden die auch so und das sind auch ehrliche Zitate. Aber natürlich hat der Verlag sich die Zitate ausgesucht, die er da draufdrucken will, die das Spiel am besten irgendwie anpreisen oder verkaufen. Der wird sicherlich nicht die schlechten Zitate da draufschreiben. Also auch das muss man mit Vorsicht genießen, außer man findet dann vielleicht irgendwie einen Namen, der einem bekannt vorkommt und sagt, ah, dem vertraue ich aber. Wenn der sagt, das Spiel ist gut, dann kaufe ich mir das. Aber auch da würde ich immer davon ausgehen, dass es einfach eher einen Marketing-Effekt hat. Auch wenn da zum Beispiel draufsteht, vom Autoren von Carcassonne oder Zug um Zug oder irgendein anderes großartiges Spiel, dann ist es schön, dass das neue Spiel auch von dem Autoren ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es genauso gut ist wie das alte Spiel. Und das heißt auch nicht, dass es überhaupt auch nur ansatzweise vergleichbar ist mit diesem Spiel. Also ich habe das wirklich schon erlebt, dass da drauf stand vom Autoren von Great Western Trail und dann war das einfach ein ganz anderes Spiel. Und man fragt sich dann, okay, ist der nicht für die gleiche Zielgruppe geeignet? Warum schreibt man das da irgendwie mit drauf? Also auch da wäre ich irgendwie ehrlich gesagt sehr vorsichtig. Also man sollte eigentlich all diese extra Angaben, die auf der Schachtel sind, irgendwie eher mit so einem Schmunzeln wahrnehmen und sich vielleicht nicht allzu sehr davon beeinflussen lassen. Als nächstes solltet ihr euch immer informieren, was denn in der Box eigentlich drin ist. Es kommt immer wieder mal vor, dass man sich so ein Spiel kauft, so in der klassischen Größe, Zug um Zug, das ist so das Standardformat, dann pöppelt man die Sachen alle aus, packt die wieder in die Schachtel und dann stellt man fest, die Schachtel besteht ja zu 80% aus Luft und nur aus 20% aus Komponenten. Wieso ist da so wenig drin? Und dann ist man total enttäuscht, weil die Schachtel fast leer ist, obwohl es ja noch gar nicht unbedingt was mit der Spielqualität zu tun hat. Also sollte man sich eigentlich im Vorfeld schon informieren, was ist in der Box eigentlich alles drin. Im Idealfall sind auf der Rückseite auch Fotos drauf oder man guckt sich eben, wie gesagt, ein Video vorher an, dass man sich ein bisschen mehr über das Spiel informiert. Dann weiß man auch, was in der Schachtel eigentlich drin steckt. Auf der anderen Seite sollte man sich durch irgendwelche Bling-Bling-Komponenten auch nicht blenden lassen. Also nur weil auf einer Schachtel 80 Miniaturen abgebildet sind, heißt es noch lange nicht, dass das Spiel gut ist. Ja? Auch sehr wichtig finde ich ist, dass der Preis eines Spiels nicht unbedingt in direkter Relation zu dem Inhalt zu sehen ist. Also ein Spiel besteht ja nicht nur aus Komponenten, sondern auch aus der Spielidee und der Art und Weise, wie vielleicht bestimmte Komponenten hergestellt sind. Vielleicht ist nur eine Komponente drin, die besonders kompliziert ist herzustellen, dann ist das Spiel automatisch schon teurer. Also der Preis ist nicht unbedingt mit der Menge der Komponenten gleichzusetzen. Worauf ich auch immer achten würde, ist zu gucken, ob es sich wirklich um ein Grundspiel handelt, also ein eigenständiges Spiel oder um eine Erweiterung. Da ist gerade früher ist es wirklich sehr häufig vorgekommen, dass die Leute aus Versehen einfach nur eine Erweiterung gekauft haben und dann haben sie das Spiel zu Hause ausgepackt und haben festgestellt, sie können es gar nicht spielen, weil sie das Grundspiel gar nicht haben. Mittlerweile steht es eigentlich immer ganz groß drauf auf den Boxen, aber man muss es halt auch lesen. Also wenn da steht irgendwie Village, erste Erweiterung, dann weiß ich, das kann ich nicht spielen, wenn ich das Grundspiel dazu nicht habe. Also immer informieren, was in der Box eigentlich drin ist und ob man das Gefühl hat, dass es auch das rechtfertigt, was es kostet. An der Stelle möchte ich ganz kurz über Nachhaltigkeit sprechen. Ich will es jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich finde, es ist ein Aspekt, den man heutzutage berücksichtigen muss. Also ist das Spiel auch nachhaltig produziert? Es ist einfach so, Brettspiele sind ein Luxusgut, da sind viele Komponenten drin, die werden in allen möglichen Teilen der Welt gefertigt, mit Containern und Flugzeugen hin und her geschifft und da wieder verpackt und dann von da nach da verschifft. Und der CO2-Footprint von Brettspielen ist meistens nicht besonders gut. Es gibt mittlerweile aber auch viele Firmen, die ganz bewusst sagen, sie wollen eher nachhaltiger produzieren, eher vor
vor Ort lokal produzieren, wollen auf Plastik verzichten und eher Papier oder Pappe verwenden, oder sie machen ganz neue Spielmaterialien aus recyceltem Material. Und das finde ich ehrlich gesagt einen total coolen Approach, und es ist auch irgendwie ein Trend in die richtige Richtung, den man unterstützen sollte, finde ich. Es steht aber oft nicht unbedingt auf der Schachtel drauf. Also manche schreiben das aus Marketinggründen auch drauf, dass das nachhaltig produziert ist. Oft weiß man das aber gar nicht. Und wenn man sich da ein bisschen im Vorfeld informiert, finde ich, haben wir auch irgendwie einen besseren Kauf machen. Und vor allem muss man auch irgendwie ganz klar sagen, nachhaltige Produkte sind häufiger ein bisschen teurer als nicht so nachhaltige. Gibt ja einen Grund, warum die Leute irgendwie in Asien ihr Plastik produzieren lassen und dann herschiffen, weil es halt immer noch günstiger ist, als es vor Ort zu machen. Und da muss man sich halt dann auch irgendwie überlegen, ist der Preis dann auch gerechtfertigt dafür? Also man muss den Preis einfach in Relation zum Produkt stellen. Und wenn ich das Gefühl habe, gut, das ist nachhaltig hergestellt, dafür kostet es 10 Euro mehr, wäre es mir das vielleicht wert, anderen ist es nicht so wert. Ich würde es aber auf alle Fälle irgendwie in die Überlegung, ob man sich ein Brettspiel kauft, mit einfließen lassen. So, der nächste Tipp heißt, manchmal ist weniger mehr. Das ist sozusagen so ein bisschen einfach mal so der Appell ans eigene Gewissen, gerade an die Leute, die sehr, sehr viele Spiele kaufen. Braucht man denn wirklich jedes Brettspiel? Also das sollte man sich wirklich auch immer fragen. Brettspiele sind teuer, Brettspiele brauchen natürlich auch viel Platz im Schrank, und man muss auch nicht alles haben, nur weil gerade der Hype-Train irgendwie wieder durchs Wohnzimmer gefahren ist. Und also ich stelle mir mittlerweile, auch obwohl wir hier einen YouTube-Kanal haben und auch viele Spiele präsentieren, bei jedem Spiel eigentlich die Frage, brauche ich das wirklich? Ja? Haben andere Leute in meiner Umgebung das Spiel vielleicht auch und ich kann es da spielen, oder bei einem öffentlichen Spieleabend? Ist es ein Spiel, was irgendwas neu oder anders macht als andere Spiele, die ich habe, wo ich sage, das rechtfertigt, dass ich mir dieses Spiel jetzt irgendwie zulege? Also das muss man sich auch mal überlegen. Also ganz viele Leute haben so ein Pile of Shame zu Hause. Da sind irgendwie 30, 40 ungespielte Spiele, und bevor sie die anfassen und aufmachen, kaufen sie sich schon das nächste Spiel. Und ich finde, da sollte man auch mal in sich gehen und überlegen, braucht man denn wirklich jedes Spiel? Gerade wenn es so um Thema Kickstarter, Crowdfunding geht, da spielen die Leute auch wirklich mit dieser FOMO, also Fear of Missing Out, dass sie einem wirklich so die Karotte vor die Nase halten und sagen, guck mal, das Grundspiel kostet 80 Euro, aber jetzt gibt es noch richtig coole Stretch Goals, und wenn du bis zum Ende der Kampagne drin bleibst, wirst du sehen, da wird noch was freigeschaltet, und dann gibt es noch ein Add-on, und dann gibt es noch Sleeves dazu und irgendwie eine coole Spielmatte, und dann kannst du noch 3 Erweiterungen mitnehmen, und auch übrigens gibt es auch noch Miniaturen, da kannst du dann deine Pappmarker ersetzen, und am Ende hat man dann irgendwie 400 Euro im Warenkorb, weil man all in gegangen ist, und hinterher fragt man sich, hätte man das wirklich alles gebraucht? Also das ist was, wo ich sage, da sollte man sich wirklich auch immer wieder mal die Frage stellen, muss das irgendwie alles sein? Ich persönlich tendiere mittlerweile dazu, dass ich sage, ich kaufe mir bei Spielen erstmal das Grundspiel. Und wenn ich dann irgendwie sehe, dass mir das gefällt und da gibt es noch andere Sachen dazu, dann kaufe ich mir den Rest auch noch dazu. Also das muss dann nicht auch alles gleich von vornherein da sein. Auch bei Spielen, die einfach so in den Handel kommen, bei denen es vielleicht schon Erweiterungen gibt, gibt es viele Leute, die gleich sagen, ich kaufe mir das Grundspiel und gleich beide Erweiterungen dazu, dann habe ich alles schon mal. Aber oft ist es auch gar nicht notwendig, weil dann spielt man das Spiel 1-2 Mal, stellt fest, gefällt einem gar nicht so sehr. Man kommt überhaupt gar nicht dazu, die Erweiterung zu spielen, und dann vergammelt die irgendwo im Schrank. Also ich glaube, manchmal tut man da irgendwie gut zu sagen, ich gehe mal einen Schritt zurück und ich kaufe mir vielleicht erstmal nur ein Grundspiel, oder das Spiel lasse ich mal aus, und wenn mir das Spiel wirklich gefällt, dann kann ich mir das immer noch holen. Die Leute haben immer Angst, dass sie irgendwas verpassen. Also gerade bei so Crowdfunding-Sachen oder Spielen mit einer geringen Auflage, dass es dann nicht mehr verfügbar ist, und dann zahlt man auf dem Sekundärmarkt den doppelten Preis. Aber wenn du bei 4 Spielen nicht All-In gegangen bist und dann bei einem Spiel, was dir richtig gut gefällt, den All-In-Pledge auf dem Sekundärmarkt für einen doppelten Preis noch nachholst, hast du immer noch Geld gespart im Vergleich zu immer All-In gehen. Also manchmal ist weniger mehr. In der Brettspielwelt ist es mittlerweile fast schon so wie in der Filmwelt. Bekannte Franchises werden ausgeschlachtet ohne Ende. Es gibt Fortsetzungen, es gibt Erweiterungen, es gibt eine Kartenspielvariante, eine Roll-and-Ride-Variante, eine Würfelvariante, eine Legacy-Variante, eine Taschenvariante für den Urlaub. Und mit bekannten Marken wird recht viel Geld gemacht. Also gerade solche Sachen wie Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht, oder nehmen wir Zug um Zug zum Beispiel. Da gibt es auch zig verschiedene Varianten. Die Leute tendieren einfach gerne dazu, Sachen zu kaufen, die sie schon kennen und wo sie irgendeine Assoziation dazu haben. Und dann ist man im Spieleladen und will für den Enkel vielleicht ein Spiel kaufen und denkt sich so, Zug um Zug, das hat er doch schon. Oh, da gibt es eine neue Variante. Dann kaufe ich doch die neue Variante. Ist immer noch besser, dass man die neue Variante von Monopoly kauft. Aber man sollte sich nicht unbedingt
unbedingt dazu hingezogen fühlen, nur Sachen zu nehmen, weil man sie kennt. Also in der Filmlandschaft gibt es auch dauernd Sequels und Prequels und Reboots und Multiversen und neue Universen und parallele Universen und Hauptsache ist es irgendwas, was man schon kennt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es qualitativ gut ist. Also genauso wie wenn, wie gesagt, irgendwelche Logos da drauf prangen, weil es irgendwelche Preise gewonnen hat, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie ein gutes Spiel ist oder dass es einem den eigenen Spielegeschmack irgendwie gefällt. Wobei man vielleicht bei so IP-Spielen, also die auf Filmen oder Videospielen oder so basieren, ein bisschen eine Lanze brechen kann heutzutage. Früher war das eigentlich ein Garant dafür, dass das Spiel nichts kann, dass einfach nur irgendwie die Ghostbusters oder die Star Wars-Lizenz draufgepflastert worden ist, einfach um schnell Geld zu machen. Das ist tatsächlich heutzutage anders. Es gibt für viele tolle Film-Franchises oder für, ja, sag ich mal, Buchumsetzungen oder Videospielumsetzungen als Brettspiel gibt es gute Beispiele, wie das echt toll gemacht worden ist und wie richtig gute Brettspiele dabei entstehen. Also ich würde auch nicht generell davon abraten, aber trotzdem wäre ich da vorsichtig, nur weil irgendwas einem bekannt vorkommt, man sagt, das habe ich schon mal irgendwo gehört, würde ich nicht sofort zuschlagen, sondern eher nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, ist das wirklich ein gutes Spiel? Wieder so ein schöner Begriff, Cult of the New. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Also das heißt, dass wir quasi immer dem Neuen hinterherjagen, was gerade frisch auf den Markt gekommen ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es kommen jedes Jahr Tausende von Spielen raus. Und viele davon sind auch sehr erfolgreich und sehr beliebt und kriegen gute Rezensionen und werden dann auf öffentlichen Spielenabenden rauf und runter gespielt. Man hat ganz oft das Gefühl, ich muss mir irgendwie immer das Neueste kaufen. Und ganz oft ist es aber gar nicht der Fall, sondern ganz oft macht es auch Sinn, gerade wenn man neu in dem Brettspiel-Hobby ist, zu gucken, was es in den letzten 10 Jahren eigentlich alles auf den Markt gekommen. Was sind denn die Titel, die über 10, 20 Jahre sich großer Beliebtheit erfreuen, die immer noch gespielt werden, die immer noch hoch gerankt werden und von den Leuten irgendwie ja immer wieder auf den Tisch gepackt werden? Das sind meistens irgendwie die Evergreens, die Spiele, die sich über einen längeren Zeitraum durchsetzen, die so richtig gut sind. Und ich würde also gerade Leuten, die neu in das Hobby einsteigen, eher raten, guckt euch mal so an, was sind denn ältere Spiele, und damit meine ich jetzt nicht von vor 2000 Jahren, aber so aus den letzten 10 Jahren, die einfach richtig gut sind und gut bewertet sind und ist da vielleicht was dabei, was euch gefällt? Weil diese Spiele kriegt man häufiger auch ein bisschen günstiger, entweder im normalen Handel oder auf dem Sekundärmarkt. Klar, manche Sachen sind auch out of print, die kriegt man dann gar nicht mehr, aber viele Sachen kriegt man dann deutlich günstiger und da weiß man auch schon einfach, dass es ein gutes Spiel ist und man braucht nicht unbedingt immer das Allerneueste im Schrank, nur weil irgendwie, wie gesagt, der Hype-Train gerade irgendwie vorbeigefahren ist und dreimal getutet hat, sondern mit älteren Spielen ist man oft auch sehr, sehr gut beraten. So, und habt ihr diese ganzen Sachen alle mit berücksichtigt und fragt euch trotzdem noch bei 2 Spielen, die ihr in der Hand habt, welches von denen soll ich mir jetzt kaufen, welches ist denn jetzt ein richtig gutes Spiel? Und da kann ich auch nur sagen, informiert euch einfach noch tiefergehender mit den Spielen. Es gibt mittlerweile so viele tolle Quellen, also wir sind eine davon. Wir reden sehr, sehr viel über aktuelle und auch ältere Brettspiele. Da kann man irgendwie zu den meisten Spielen was finden und dann kann man sich auch ein eigenes Bild davon machen, wenn man das Spiel mal wirklich so in Aktion sieht. Ist das was für mich geeignet ist, was mir Spaß machen könnte? Aber wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt zahlreiche Creator auf YouTube, es gibt Podcasts, es gibt Blogs, es gibt Zeitungen und Zeitschriften, die über Brettspiele berichten. Also jede Menge Informationsmöglichkeiten, wo man einfach ein bisschen mehr sich informieren kann und einfach ein besseres Bild davon kriegt. Eine andere Sache ist natürlich irgendwie, wenn man im Laden steht, den Verkäufer fragen. Das hängt ein bisschen davon ab, an wen man gerät. Es gibt ganz, ganz kompetente, tolle Leute, die einen super beraten können. Und dann gibt es andere Leute, die auch woanders hätten arbeiten können, die einfach nur irgendwas verkaufen wollen und mit der Materie gar nicht so vertraut sind. Also das muss man natürlich ein bisschen mit berücksichtigen. Manchmal kann man Spiele aber auch einfach Probe spielen. Also man kann im Laden nochmal fragen, kann ich das mal auspacken? Kann ich da mal reinschauen? Oder habt ihr irgendwelche öffentlichen Spieleabende, wo Spiele auch gespielt werden? Oder man sucht selber irgendwie nach anderen Möglichkeiten, wo man Brettspiele mal einfach ausprobieren kann. Man kann auf Messen gehen, wie in Essen oder auf der BerlinCon, wo man einfach auch mit anderen Leuten Spiele ausprobieren kann, bevor man sie sich kauft. Und das würde ich gerade, wenn man irgendwie neu in dem Hobby ist, auch empfehlen, dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür erstmal kriegt, was gefällt einem und was gefällt einem nicht so sehr, dass man nicht irgendwie hunderte von Euros ausgibt in neue Brettspiele und dann hinterher feststellt, oh, das ist ja gar nicht mein Genre, das ist gar nicht das richtige Spiel für mich. Also je mehr Infos man vorher sich einholt, desto besser. Und wie gesagt, im Zweifel guckt bei uns ein paar andere Videos. Also wir reden wirklich sehr, sehr viel über aktuelle Neuerscheinungen und auch über alte Klassiker. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wo kaufe ich denn jetzt eigentlich diese Brettspiele? Und mein Tipp wäre tatsächlich, guckt erstmal, ob es bei euch in der Nähe irgendwo einen Spieleladen gibt. Einen friendly local Game Store, wie man das so schön sagt, wo
fachkundiges Personal ist, wo es eine gute Auswahl gibt, wo man auch wirklich so in diese Brettspielszene eintauchen kann, wo man sich beraten lassen kann, eventuell auch Sachen mal probespielen kann. Da trifft man auch irgendwie andere Kunden, mit denen man sich austauscht, kann ein bisschen netzwerken, lernt vielleicht Leute kennen, mit denen man spielen kann. Viele dieser Spieleläden haben oft irgendwelche Sonderaktionen oder machen Turniere oder irgendwelche öffentlichen Spieletreffs, wo man auch mal hingehen kann. Und klar, da zahlt man meistens ein bisschen mehr, als wenn man es sich online kauft, aber damit unterstützt man halt eben auch, dass solche Läden existieren können. Und das ist einfach eine großartige Sache, dass es solche Läden gibt, wo unser Hobby zelebriert wird, wo fachkundiges Personal arbeitet, und da zahle ich persönlich auch gerne mal ein paar Euro mehr. Die sind jetzt auch nicht teurer als der OVP, aber meistens sind halt die Online-Angebote günstiger und versuchen diesen Preis zu unterbieten. Aber wenn es ein toller Laden ist, dann ist es mir persönlich ehrlich gesagt wert, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und wenn ihr online schaut, da muss man auch nicht unbedingt beim größten Versandhandel bestellen. Da gibt es halt auch einfach ganz, ganz viele kleine Online-Händler, die sich auf Brettspiele spezialisiert haben, die eben auch eher so kleinere Betriebe sind, die das aus Leidenschaft machen, weil es einfach ihr Thema ist, die auch einen guten Kundenservice bieten, und da gibt es einfach eine große Auswahl, da kann man auch mal vorbeischauen. Oft sind die auch miteinander verknüpft, also dass ein Spieleladen auch noch so ein Online, eine Online-Zweigstelle hat oder ein Online-Fachhandel trotzdem noch irgendwo einen stationären Verkauf ab und zu anbietet. Also da würde ich tatsächlich als allererstes gucken. Dann ist auch mal die Frage natürlich trotzdem, wie macht man irgendwie einen guten Deal? Wo kriegt man die Sachen irgendwie möglichst günstig? Da kann man natürlich zum Beispiel auf Brettspielangebote schauen. Das ist eine Webseite, da werden, wenn man ein Spiel angibt, verschiedene Händler gelistet. Da sieht man, ob das dann auch vorrätig ist und was es kostet. Das ist leider auch nicht immer richtig. Also man muss dann sich auch mal im speziellen Fall nochmal wirklich schlau machen, ob das wirklich so ist. Aber da hat man schon mal einen guten Überblick. Und dann ist es auch so, dass viele Online-Händler auch immer wieder mal Rabattaktionen machen, Räumungsverkauf, an Weihnachten gibt es oft Adventskalender, da werden dann die Stände nochmal geleert und Sachen für günstig rausgehauen. Oder es gibt irgendwelche Bundles und irgendwelche Sonderaktionen. Also da kann man auch immer gucken, dass man die Sachen eher günstiger kriegt. Und dann gibt es natürlich auch noch den Sekundärmarkt. Also man kann natürlich Brettspiele auch wunderbar gebraucht kaufen. Gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Entweder macht man das privat oder man guckt zum Beispiel bei Kleinanzeigen. Wobei ich da sagen muss, gerade bei eBay Kleinanzeigen ist in letzter Zeit irgendwie sehr, sehr viel Scharlatanerie auch unterwegs. Also da gibt es ganz viele unseriöse Angebote, wo man dann irgendwie sein Geld hinüberweist und dann kriegt man irgendwie nichts zurückgeschickt. Also gerade wenn ein Angebot zu lukrativ ist, würde ich irgendwie dreimal nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich real ist oder ein Fake. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche andere Angebote, die total legit sind. Bei Boardgame Geek gibt es einen eigenen Store und auch einen Marketplace, wo die Leute untereinander ihre Spiele verkaufen. Dann gibt es auch Flohmärkte, also da würde ich nicht auf einen klassischen Straßenflohmarkt gehen, da findet man jetzt irgendwie nicht unbedingt die tollsten Brettspiele, aber es gibt natürlich spezielle Brettspielflohmärkte, zum Beispiel auf der BerlinCon. Das ist ein richtiges Ereignis, da stehen die Leute irgendwie in der Früh stundenlang in der Hitze an und freuen sich, dass sie dann da endlich reinkommen. Da muss man ehrlicherweise sagen, kriegt man auch nicht unbedingt Schnäppchen, also da stellen viele Leute ihre Sachen auch zum OVP rein und wundern sich, dass sie dann nach 4 Tagen immer noch alle da stehen und nicht gekauft worden sind, aber trotzdem findet man da immer wieder auch tolle Sachen, die vielleicht out of print sind oder die man woanders nicht bekommt, weil sie gerade nicht verfügbar sind. Und es ist einfach auch ein cooles Erlebnis, einfach da mit ganz vielen Gleichgesinnten irgendwie nach Sachen zu stöbern. In Essen gibt es zum Beispiel den Math Trade. Da kann man sich vorher anmelden und kann sagen, welche Spiele man gerne loswerden will und welche Spiele man sucht. Und ein schlauer Algorithmus bringt die Leute dann zusammen und dann steht man da in der großen Halle und hält sein Spiel hoch und sucht seinen Tauschpartner und geht dann wieder mit einem neuen Spiel nach Hause. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man auf dem Sekundärmarkt mit verschiedenen Flohmärkten an Brettspiele kommt. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentare noch schreiben, wenn ihr irgendwie coole Tipps habt, wo man da vielleicht Ausschau halten kann. Weil ich finde ehrlich gesagt, wenn ein Brettspiel irgendwie mit Liebe gespielt worden ist und man darauf aufpasst, dann kann man das wirklich super auch gebraucht noch spielen und dann kriegt man die meistens deutlich günstiger. In dem Sinne hoffe ich, dass ich jetzt einige Tipps für euch hatte, die euch geholfen haben oder euch in Zukunft auch helfen bei der Wahl eures nächsten Brettspiels und dass ihr die ein oder anderen Stolperstein vielleicht umschiffen könnt und da nicht drüber fallt, und wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei eurem nächsten Brettspielkauf und vor allem bei eurem nächsten Spieleabend. Bis dann!